Heute ein Tag Kajakfahren auf der wunderschönen Saar durch die Saarschleife. Und natürlich, wie sich das für das Saarland gehört, gut gegessen. Aber das ist etwas, was für viele Saarländer gar nicht selbstverständlich mehr ist, weil sie es sich schlichtweg nicht leisten können. Wir waren heute in einem Sozialkaufhaus in Saarlouis, wo man für Menschen, die sich ihr tägliches Essen und Trinken nicht leisten können oder ihre Kleidung, einen Ort geschaffen hat, damit diese Menschen eben sich das von dem geringen Geld, das sie haben, doch leisten können, damit sie in Würde satt leben können. Die Frage der sozialen Gerechtigkeit, der Armut, die mich schon gestern bewegt hat, die hat mich auch heute auf der Saar begleitet. Über 200.000 Menschen leben im Saarland in Armut. Und jetzt wird das Fortwerk geschlossen mit 4.500 Arbeitsplätzen und vielen weiteren Arbeitsplätzen, die sekundär noch mal mit da dran hängen. Und natürlich hängen an diesen 4.500 Arbeitsplätzen viel mehr Menschen als Familien, die davon leben, dass sie hier ihr tägliches Brot, ihr Verdienst haben. Soziale Gerechtigkeit, Anteilnahme daran, wenn Menschen auf einmal abrutschen und nicht mehr das Nötigste zum Leben sich selber leisten können. Das ist ein Thema, was uns beschäftigen wird, gerade wenn jetzt die Inflation weiter zunimmt, wenn jetzt ein Winter vor uns liegt, wo viele Menschen einfach Sorge haben, ob sie sich die Heizkosten leisten können. Ich glaube, wir leben in einem Land, wo wir gut gemeinsam da durchkommen können, aber nur, wenn wir uns gemeinsam beistehen und nicht alleine lassen. Ein Hoffnungsort für solch eine Gemeinschaft, für solch ein Zueinanderstehen, konnte ich am Abschluss unseres heutigen Tages hier in Mettlach kennenlernen. Oben eine Kirche, eine Zeltkirche an der Saar gelegen, die neu gebaut wird, damit es ein Ort ist, wo Menschen Hoffnung schöpfen können, geistlich, aber wo Menschen auch Hilfe erfahren in den Räumen der Gemeinde. Ich freue mich, dass wir als Kirche und Diakonie solche Orte für andere vorhalten. Und ich lade Sie ein, machen Sie mit, dass wir als Gesellschaft gut gemeinsam durch diese Herausforderung kommen und Menschen keine Angst vor einem kalten Winter haben müssen. Musik